Ja, meine Lieben, ihr habt vielleicht schon erkannt, dass ich eine neue Filmlocation habe. Ich habe nämlich mein Arbeitszimmer-Büro verlegt in dieses Zimmer hier. Und hier ist es einfach richtig schön groß und hell. Hier kann ich meine Bürosachen machen und eben auch gut filmen, weil es einfach richtig schön hell und weiß ist. Und auch der Hintergrund gefällt mir jetzt richtig gut. Muss ihn vielleicht auch ein bisschen dekorieren, aber ansonsten bin ich schon richtig begeistert. Heute gibt es einen Haul. Ich habe über die letzten Wochen wieder ein paar Sachen angesammelt. Nicht nur von einem Shop oder von einer Firma, sondern ich habe bei Krämer bestellt, bei Löster bestellt und bei eBay Kleinanzeigen habe ich auch was geshoppt. Das nehme ich jetzt auch gleich mit hier rein. Ich würde sagen, ich starte mit den Löster Sachen. Da habe ich nämlich eigentlich nur Pflegemittel bestellt. Bestellt habe ich eigentlich wegen dem hier. Das ist das Haarwurzelliquid von Efol. Momo hat ja Ekzem bzw. scheuert sich halt einfach oft und jetzt ist es ja so, dass die Tage schon wieder länger werden und der Fellwechsel quasi schon in Arbeit ist, sage ich jetzt mal. Also innerlich beginnt der jetzt schon, auch wenn jetzt noch keine Haare unbedingt ausfallen, aber das ist ja ein langer Prozess. Da mir das so viele empfohlen haben, also so viele von euch sind begeistert von dem, habe ich gedacht, ich probiere das jetzt auch mal. In der akuten Phase habe ich ja meine selbstgemischte BB-Lotion, die super hilft, aber da es jetzt noch nicht akut ist, möchte ich einfach mit diesem Haarwurzel-Liquid von Efol mal ein bisschen unterstützen und vielleicht wird es dann gar nicht erst zu schlimm. Dann habe ich mir auch direkt noch Schwämmchen mitbestellt, diese runden zum Einfetten oder Sachen putzen. Es sind jetzt genau vier verschiedene Farben gekommen, bei Löster kann man das ja normal nicht aussuchen, finde ich auf jeden Fall cool und dann kennt man die einfach super auseinander. Dann wird mein Huföl auch leer. Aktuell habe ich eins von Krämer, dieses Naturkraft-Huföl oder so. Und ich probiere da aber gerne einfach verschiedene aus. Ich war mit dem bisherigen sehr zufrieden, aber ich wollte auch das jetzt mal probieren. Das haben mir nämlich auch sehr viele empfohlen. Habe ich auch auf Instagram schon oft gesehen. Das ist das Huflab mit Biotin. Das ist mehr wie so eine Creme, sage ich jetzt mal. Also kein richtiges Öl scheinbar, sondern hat mehr so eine weiße, cremige Textur. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ist. Und dann habe ich mir noch eine super süße Wurzelbürste mitbestellt von diesem Pummel-Einhorn oder wie das heißt, genau. In Pink mit Glitzer. Sieht man das jetzt überhaupt, dass das glitzert? Ja, so ein bisschen. Finde ich auf jeden Fall richtig süß. Und meine Wurzelbürsten haben irgendwie alle den Geist aufgegeben. Ich hatte zwei und die fallen irgendwie schon so ein bisschen auseinander. Deswegen habe ich mir hier eine neue mitbestellt. Genau, das war die Löster-Bestellung. Dann zeige ich euch kurz, was ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Und zwar ist das diese Schabracke. Die ist natürlich schon benutzt, wie man sieht, aber das stört mich nicht, weil das unterm Sattel ist. Ich hatte die in VS-Form schon vor einigen Jahren oder viele Jahre lang und es war eine meiner Lieblingsschabracken. Und da ich jetzt keinen VS-Sattel mehr habe seit einiger Zeit, habe ich die dann auch schweren Herzens verkauft. Und jetzt habe ich schon immer wieder geschaut, ob ich sie nicht in Dressurform finde. Und jetzt war es soweit. Die war eben auch relativ günstig, dadurch, dass sie hier schon so ein bisschen benutzt ausschaut. Aber stört mich wie gesagt nicht. Und passend dazu waren auch noch die Bandagen dabei mit diesem Niki-Herzchen drauf. Finde ich auf jeden Fall richtig süß. Und dann kommt noch die Krämerbestellung. Ich muss euch den Karton mal zeigen. Es ist nämlich was relativ Großes drinnen. Passt gar nicht ins Bild. Ich zeige euch erst die kleinen Sachen. Das Große kommt nämlich ganz unten. Zum einen habe ich wieder Naturleckerli mitbestellt. Das habe ich jetzt ja schon ganz oft erklärt, dass ich einfach gerne Leckerlis füttere, wo kein Zucker zugesetzt ist. Ich weiß, dass bei denen zum Beispiel auch Apfeltrester drin ist. Genau, 25% Apfeltrester. Das ist ja das, was beim Äpfelpressen oder beim Apfelsaft machen übrig bleibt, soweit ich weiß. Aber trotzdem ist es ja rein natürlich. Natürlich ist ein bisschen Zucker drinnen, der Fruchtzucker einfach, aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Diesen Apfeltrester kann man nämlich zum Beispiel auch pur den Pferden füttern oder ist auch in vielen Mash oder sowas drinnen und das stört mich jetzt nicht, solange da keine künstlichen Sachen irgendwie drin sind. Die Pferde würden die auch in der Wildnis fressen, wenn es einen Apfelbaum gibt, vermutlich. Dann habe ich mir zum Klickern bzw. zur Bodenarbeit so Mini-Herzchen bestellt. Das sind Karotte, rote Beete, glaube ich. Genau. Und auch da ist jetzt nichts wirklich Schlechtes drin. Ich habe da vorher auch geschaut. Die sind zwar sehr klein, also da findet man ja nie viele auf einmal, aber ja, mir waren die Großen einfach mittlerweile zu groß fürs Klickertraining. Und deswegen habe ich mir die Kleinen mitbestellt.
Ups, auf die Verpackung gefallen. Dann waren die ganzen Fliegensachen wieder im Sale, also Fliegenschutzartikel, und da habe ich eine neue Fliegenmaske mitbestellt in so einem schönen Mint-Dunkelgrün. Also die Farbe finde ich richtig hübsch. Momo zerstört die ja regelmäßig, die Fliegenmasken, und deswegen kaufe ich gern im Winter Nachschub, weil es einfach teilweise nur noch die Hälfte kostet. So im Frühjahr, Sommer, wenn es akut ist, kosten die einfach den normalen Preis. Und deswegen decke ich mich da im Winter gern ein bisschen ein mit einem kleinen Vorrat an Fliegenmasken oder Decken. Aber Decken habe ich aktuell 2 oder 3, die noch nicht kaputt sind. Von daher war es diesmal nur eine Maske in, ich glaube, Green Lake heißt die Farbe. Es ist die Basic, soweit ich weiß. Steht hier wahrscheinlich wieder nicht drauf, oder? Nee. In der Größe M ist die Maske. Dann hatte ich ja in meinem letzten Haul schon die Handschuhe gezeigt. Die hatte ich mir zum Probieren in S und M mitbestellt. Und die M waren aber auch zu klein, obwohl ich normalerweise XS bis S trage. Und dieselben habe ich mir jetzt nochmal in L mitbestellt, weil ich sie grundsätzlich halt echt toll fand. Aber ich war mir bei M absolut unsicher. Ich glaube, die waren halt einfach zu klein. Und ich mag das dann nicht, wenn die so spannen an den Händen. Und deswegen habe ich sie mir jetzt in L mitbestellt, was eigentlich riesig ist. Aber die passen jetzt relativ gut. Also bin ich jetzt zufriedener mit L und die fühlen sich richtig gut an. Werde ich heute dann auch direkt, jetzt wo der Haul dann gedreht ist, ich habe die Sachen ja schon eine Zeit hier, kann ich die dann auch endlich mal mit in den Stall nehmen. Und was habe ich hier noch? Dieses Teil hier fand ich sehr interessant. Das ist ein Genickschoner, also das macht man an die Trense dran, aber der ist mit Keramikfasern. Hier dieses Ceramic Rehab, kann man das jetzt lesen? Ja, auf jeden Fall sind da Keramikfasern drin und die speichern ja die Wärme so ein bisschen, also erwärmen das Gewebe drumherum, regenerieren und steigern die Blutzirkulation. Also soll halt wohl so einen heilenden oder lockernden Effekt haben. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass es ja nie schadet, wenn das Blut da einfach besser zirkuliert, wenn das besser gewärmt wird und das Genick da einfach geschmeidiger bleibt. Ich weiß nicht, ob dieses Ding wirklich funktioniert, aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und will das jetzt mal ausprobieren. Mal gucken, wie es so ist. Und es ist halt auch so anatomisch geformt, was ich halt auch richtig cool finde. Und es hat hier so Klettteile, dass man es an die Trense dran machen kann. Ja, dann habe ich mir noch dieses Halfter mitbestellt. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Ich habe 3 Halfter, die alle noch funktionieren, aber vielleicht kennt ihr das ja, dass man einfach irgendwann nach vielen Monaten mal was Neues sehen oder haben will, wenn man das jeden Tag sieht und jeden Tag benutzt und keine Ahnung. Ich wollte einfach mal wieder was Neues und habe mir dann dieses, ist eigentlich so ein Basic-Halfter mitbestellt, aber es ist mit Neopren unterlegt, also es ist trotzdem relativ weich und gut gepolstert und die Farben haben mir halt richtig gut gefallen für Momo. Das ist so ein schwarz Grau, beige, weiß, beige, schwarz, grau, beige, ja. Und dazu noch den passenden Strick mit Karabinerhaken. Ich mag einfach nur Karabinerhaken. Ich glaube, ich habe es auch schon 100 Mal erklärt. Ich weiß, Panikhaken sind vom Prinzip her besser, aber die sind ja nicht mal dazu da, dass das Pferd sich selbst befreien kann, wenn es Panik bekommt, sondern dass man halt als Mensch da anziehen kann und den öffnen. Und ich meine, wenn das Pferd den nicht alleine aufbekommt, kommt man als Mensch da wirklich noch hin, um diesen Panikhaken aufzumachen? Keine Ahnung. Und ich finde die halt in der Handhabung super schwierig, weil man die mit einer Hand nicht auf und zu, oder nicht zumachen kann, auf schon, aber nicht zu und auf manchmal auch nicht. Also ich mag die einfach nicht und ich denke, ich muss mich auch nicht rechtfertigen. Ich mag einfach die Karabiner lieber und ich sehe bei den anderen tatsächlich keinen Sicherheitsvorteil. Da gibt es andere Dinge, die mehr Sicherheit bringen, wie zum Beispiel diese Sicherheitsschlaufen, die man dann zwischen Ring und Strick macht. Auf jeden Fall, ja, bin ich einfach Fan von Karabinerhaken. Die sind einfach in der Handhabung. Lange Rede, kurzer Sinn. Und den habe ich mir hier zum Halfter dazu gekauft, den Strick in der passenden Farbe quasi. Und jetzt kommt das letzte sehr große und sehr teure Teil. Ich habe lange überlegt, ob ich sie behalten soll. Ich bin auch immer noch im Überlegen, ob ich sie überhaupt behalten soll, aber sie sind einfach so schön. Also ihr konntet es wahrscheinlich schon erkennen, es sind Reitstiefel, dass so eine große Schachtel ist. Und zwar in der Farbe Braun.
Solche wollte ich schon jahrelang. Wirklich, meine allerersten Reitstiefel habe ich auch extra in dunkelbraun gekauft, weil mir braun schon immer gefällt, aber die haben dann eigentlich ausgeschaut wie schwarz. Und sie sind so schön. Ich muss selber mal in der Kamera schauen, wie sie so hübsch sind. Die Farbe heißt Whisky. Whiskybraun. Und sie passen halt auch noch richtig gut. Von daher macht es mir das Zurückschicken noch schwerer. Das ist nämlich gar nicht so leicht für meine kurzen Beinchen und nicht mega schlanken Waden passende Stiefel zu finden. Aber die passen halt. Und ich habe übrigens auch noch einen zweiten davon. Nicht nur eine. Oh, ich bin verliebt. Wenn es nicht so teuer wäre. Ja. Gut. Also, das waren alle Sachen, die ich geshoppt habe. Ich hoffe sehr, dass euch der Haul gefallen hat. Schaut auch gern bei Momo und mir auf Instagram vorbei. Ich blende euch hier den Namen ein. Da bekommt ihr laufend mit, was am Stall so passiert. Und bis zum nächsten Video. Muah.